Willkommen zurück, meine Freunde, bei Evoland Part 3. Wir haben in dem letzten Part unseren ersten Boss besiegt, in dieser Noria-Mine. Unser legendäres Final Fantasy 7 Schwert bekommen, also richtig geil. Und wollen jetzt natürlich das Dorf unserer Gefährtin hier retten oder vom Bösen befreien. Und sie heißt, ich vergesse immer den Namen, ich glaube Caris. So, wir sind wieder auf der Oberwelt und sofort eine Schatztruhe. 3D-Kämpfe, haltet durch, bis die vierte Dimension eintrifft. Alles klar. Sehr nice. Boah, das sieht geil aus. Zumba und hast du nicht gesehen? Ja, darf ich jetzt? Gut. Ja, wen hauen wir zuerst weg? Erst den Dicken, würde ich sagen. Du machst den Kleinen. Ui. Der Dicke hält aber viel aus. So, du musst jetzt... Oh, oh. Erstmal heilen. Auch dieser Effekt sieht schon um einiges besser aus. Jawohl, der ist weg. Angriff. Und weg. Haben wir ein geiles Schwert. Lebt aber noch, dann heilen wir nochmal. Ja, ist egal. Das war's mit ihm. Ach, sogar Siegesanimation gibt's schon. 400 Gliss und 18 Erfahrungspunkte. Wunderprächtig. Oh, durch die hohen Dinger. Guck mal, wir müssen nach Süden. Wenn ich mich recht erinnere. Wespe. Die sieht auch... Was? Apidia. Ist gar keine Wespe. Hauen wir auch weg. So, ich lese mir jetzt nicht immer durch, was wir kriegen. Das wird schon hinhauen. Oh je, Mine. Also die Wespe finde ich ja eklig. Boah, wir müssen unbedingt uns heilen. Und da haut er noch daneben. Ich fasse es ja nicht. Ja, den könnt ihr ruhig angreifen. Und du bist jetzt still. Und wieder heilen. Direkt geht's hier los mit der Action. So. Das, oh, der braucht immer zwei Schläge. Nee, nicht angreifen. Heilen bitte. Das ist gut. Und weghauen. Wunderbar. Und auch hauen. Schön. Auch wie die Blätter runterfallen, das ist echt sehr gut gemacht. Stufe 5 erreicht. Verteidigung wurde erhöht. Wurde es bei mir auch erhöht? Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Das reicht wieder nicht von der Zeit her. Aber der hält nur einen Schlag aus hier. Was ist hier? Oh, hier, das sieht nach dem Dorf aus. Wir kriegen auch nur für diese Kämpfe hier an der Oberwelt irgendwie Erfahrungspunkte, oder irre ich mich? Das sieht nicht so aus, als würden wir, hätten wir da in dieser Noria-Mine im letzten Part Erfahrung für die Kämpfe bekommen. Ja komm, heilst du nochmal. Und jetzt, dann war's das. Yay. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, wie cool das mit der Final Fantasy 7 Waffe ist. Oh. In der Stadt ist das auch ein bisschen anders. Vorgerenderte Hintergründe freigeschaltet. Deswegen sieht das so aus. Oh je. Das ist ja wie Final Fantasy 7 jetzt. Geil. Endlich sind wir zurück. Hoffentlich geht es allen gut. Ich bin froh, dass das Dorf nicht von der Ödnis verschlungen wurde. Reicht die Kraft des Kristalls aus, um uns zu retten? Das wissen wir nicht. Aber das finden wir heraus. Wer bist du? Willkommen in Aogai. Unser Dorf stand erstmals in voller Blüte. Und jetzt schaut es euch bloß an. Der Mana-Baum schützte einst das ganze Land. Doch jetzt ist etwas Mächtiges zur schwarzen Zitadelle zurückgekehrt und hat den Mana-Baum befallen, um die Ödnis zu verbreiten. Ich fürchte,
Bald wird ganz Aogai verschwunden sein. Und damit ist es nicht zu Ende. Okay. Kann man da reingehen? Nein, kann man nicht. Weil es sind nämlich vorgerenderte Häuser, oder wie? Da gehen wir erstmal nach rechts. Wird geladen. Ich weiß nicht, ob die Ladezeiten jetzt extra waren. Ich glaube, das war ziemliche Absicht. Und was mit dir, Guteste? Redest du nicht? Oh nein, ich hab's weggedrückt. Jetzt drücke ich alles weg, so. Ich habe in letzter Zeit beunruhigende Gerüchte gehört. Man sagt, dass selbst der heilige Hain im Süden der Verderbnis anheimgefallen ist. Das war solch ein wunderschöner, ruhiger Ort. Wenn das stimmt, fürchte ich, es gibt keine Hoffnung mehr. Ja, aber wir sind der Held, wir kümmern uns da schon drum. Nee, macht ihr das jetzt extra mit dem... Oh, ganz viele Truhen. Boah, die Steuerung ist so komisch. Was? Unruhiges Kind. Halt mal an. Herumzurennen ist wirklich anstrengend. Ich würde lieber mit Feuerwerk spielen, ja. Schon klar. Oh nein, Kartenspieler. Seid ihr spielbereit? Ich liebe Doppelzwilling. Nicht nur das Spielen selbst, sondern auch das Suchen der Karten. Die meisten sind zwar ziemlich leicht zu finden, doch die allerbesten sind gut versteckt. Nur zu gern würde ich eines Tages einen kompletten Satz sehen. Was ist hier drinne? Eine Frau. Okay, da kommen wir gleich hin. Was ist mit dir? Was auch immer passiert. Ach so, teurer Händler war das übrigens. Genau. Was auch immer passiert, wir dürfen nicht verzagen. Wenn ihr auf eine nette Partie Doppelzwilling aus seid, seid ihr bei mir goldrichtig. Nein, wir möchten... Oder möchten wir? Ach komm, wir gucken uns das jetzt mal an. Regeln. Was wählt den Stapel, gegen den ihr spielen möchtet? Wenn ihr gewinnt, gibt es weitere Stapel. Alles klar. Einfach, Mittel, Schwer, Champion. Okay, Regeln. Jeder Spieler beginnt mit 5 Karten, die willkürlich aus seinem Stapel gezogen werden. Der Spieler platziert reihum Karten auf dem Brett, bis es voll ist. Ihr könnt Karten des Gegners aufnehmen, wenn ihr eine Karte mit höherem Wert entsprechend daneben platziert. Der Spieler mit den meisten Karten für seine Farbe gewinnt das Spiel. Klingt ja ziemlich einfach, wir spielen jetzt einfach mal auf leicht hier. Alles klar, was ist das denn? Okay, ich hab's jetzt nicht so ganz kapiert, aber... wir nehmen jetzt einfach mal den und tun die hier hin. Dann sind wir stärker. Richtig? Richtig. Mit 4, 1, das sind 5er. Ah, ich hab's, glaube ich, kapiert. Ja, aber das wäre Verschwendung. Dann nehmen wir das. Ist ja eigentlich ganz gut, ist auch unsere Karte jetzt. So, 3 und 4, der macht unsere rot, aber er selber... Ach so, das interessiert nicht. Ah, das ist ja geil. Dann kann ich ja die hier hin tun. Haha. Das ist ja super. Boah, eine 7. Auch dieses Minispiel gefällt mir übrigens ziemlich gut. Okay, aber wir können ja... wenigstens so machen. Und der kann nichts. You win. Ich habe ein gutes Gefühl bei diesem Start. Ja, wunderbar. 6 zu 5 gewonnen. Sehr interessant. Nächstes Mal gewinne ich. Ihr habt eine Runde Doppelzwilling gewonnen und haben ein Achievement freigeschaltet. Ist jetzt nicht so wichtig. Heutzutage findet man nicht leicht Zubehör. Ich habe dennoch eine günstige, solide Ausrüstung erstanden. Trank, Phönixrune, Phönixdaune, Silberrüstung, schneller DVD-Player. Willst du mich verarschen? Ja, keine Ahnung, nein. Haben wir was wir verkaufen können? Nö. Ein Trank, eine Phönixdaune. Schade, dass man nicht sieht, was das bringt. 9-mal Trank, okay, dann würde ich sagen, gut, kaufen wir...
Eine Silberrüstung. Ihr habt den Gegenstand Silberrüstung. Aber wir können es ja nicht ausrüsten. Oder? Wir können auch hier im Menü irgendwie. Ups, irgendwie gar nichts machen. Komisch. Schlendern wir mal weiter. Aber Doppelzwilling, schönes Minispiel. Was ist mit dir? Die Ruinen von Sarutnak. Was? Sarutnak? Im Nordosten bergen zahlreiche Schätze und ebenso viele Gefahren. Ihr scheint nett zu sein, also gebe ich euch Rabatt auf sämtliche Knochenflickerei, wenn ihr dorthin aufbrecht. Braucht ihr jetzt Heilung? Nein, brauche ich nicht. Ach so, da geht's da wieder raus. Aber wir sind ja noch gar nicht fertig. Sehr schön mit dem Minispiel, klasse Idee. Kann ich... Boah, die Steuerung, das ist so komisch. Ich kenne es noch von früher, aber es ist jetzt so ungewohnt. Ganz eigenartig, aber ist ja nicht schlimm. Auch diese Epoche der Rollenspiele muss durchlitten werden. So, sieht schon mal sehr geil aus. Auch ich war ein Abenteurer wie ihr, doch dann traf mich ein Pfeil im... Nun sagen wir, ich konnte eine Weile nicht sitzen. Ich würde euch ja helfen, aber leider kann ich nicht mehr kämpfen. Und sitzen anscheinend auch nicht. Hallo? Hallo? Ah. Onkel! Ach, das ist ihr Onkel, alles klar. Ist alles in Ordnung. Sid. Ja, Sid heißt Sid, ne? Karis. Endlich seid ihr wieder zu Hause. Hier ist viel passiert und die Ödnis verbreitet sich immer schneller. Fast halb Aogai. Ah, diese Namen, ey. Ist bereits ausgelöscht. Wir müssen schnell handeln. Da freut sich Karis aber. Onkel, wir haben die Macht des Kristalls und Clouds Schwert aus der Noria-Mine. Wie geil, ey. Das sollte reichen, um das Böse zu besiegen, das in der schwarzen Zitadelle lauert. Auf jeden Fall. Oh, und auch Zeppi habe ich hier. Und das um das Schwert zu führen. Wir sind bereit, zur schwarzen Zitadelle aufzubrechen. Nein, warte, man kann doch nach rechts. Gut und schön, aber ihr braucht das Amulett von Gorn, um in die Zitadelle zu gelangen. Es wurde in zwei Hälften gespalten. Eine ist im Heiligen Hain zu finden. Er liegt im Süden von Aogai. Da kommt sie. Woman. Ich war letzte Woche dort und sah, dass der Fels in der Nähe des Eingangs neulich eingestürzt ist. Ihr braucht eine Bombe, um ihn zu räumen. Redet mit Garen, dem glatzköpfigen Kartenspieler auf dem Markt. Er war seinerzeit Offizier bei der Armee. Zeppi, könntet ihr die Bomben besorgen, damit wir in den Heiligen Hain gelangen? Ich finde derweil einen Weg, stärker zu werden. Ich sollte mich wohl nicht immer darauf verlassen, dass ihr mich beschützt. Ich gehe heim, um in der Bibliothek meines Vaters zu recherchieren. Er war ein mächtiger Zauberer, der so manch wirksamen Spruch kannte. Oh, da haben wir gleich... Hoffe ich, wenn sie wiederkommt, eine starke Magierin. Ich stoße später wieder zu euch, sucht inzwischen Garen auf und fragt nach den Bomben. Kein Problem. Hat Onkelchen noch was zu sagen? Ihre Mutter war genauso eigensinnig. Viel Glück. Ja, Mitglied verlässt Gruppe. Allein zu sein ist etwas einsam. Ja, das lässt sich nicht ändern. Oh, hier ist auch noch eine Ecke. Was haben wir hier? HD-Hintergründe. Wow, einfach nur wow. Ja, sehr schön. Es sind aber immer noch... Ist doch immer noch vorgerendert. Zumindest in dieser... Ansicht. Ich lebe schon seit 16 Jahren... Aogai. Und die schwarze Zitadelle steht leer. Soweit ich zurückdenken kann. Jetzt scheint dort etwas Böses zu gedeihen, genau wie in alten Zeiten. Ja, sie erinnert sich an alles. Bedauere, da kann ich euch nicht dienen. Ich weiß nichts über Bomben. Und warum solltet ihr eine Bombe brauchen? Wir haben ohnehin schon genug Ärger.
Weil ich Sprengmeister bin. Deswegen brauche ich eine Bombe. Es geht dir noch gar nichts an. So. Ja doch, die Hintergründe haben sich auf jeden Fall verändert. Also zumindest die Texturen. So, wir laufen nochmal hier drüber. Zack, weil es so schön ist. Jetzt gehen wir zu dem Glatzkopf. Den haben wir ja hier getroffen. Wir haben auch für das Kartenspiel natürlich noch nicht so viele Karten überhaupt bekommen. So, du. Ihr wollt eine Bombe? Ich gehöre schon ewig nicht mehr zur Demarkia-Armee und habe keins von diesen Dingern aufbewahrt. Ihr solltet mit unserer Krankenschwester nördlich von hier reden. Sie kennt jeden Klatsch über Aogai und seine Bewohner. Ja, die Krankenschwester, wissen wir auch noch, wo sie ist. Im nächsten Bildschirm. Vielleicht muss ich den schnelleren DVD-Player kaufen, damit die Ladezeit weg ist. Ihr seid auf Bomben aus? Dann redet mal mit der verrückten Alten, die dort beim Brunnen wohnt. Boah, wollt ihr mich verarschen? Sie lagert alles Mögliche in ihrem Keller. Nur gut, dass man... Was? Nur gut, dass man mir diese Salbe für schwere Verbrennungen gegeben hat, ja. Und wieder zurück, Marsch, Marsch. Kennt man ja auch aus den Rollenspielen, dass da oft dieses Trial-and-Error-Gedöns ist. Aber das machen wir schon irgendwie. Ja, wir speichern erstmal nochmal ab. Würde ich sagen. Ja. Jetzt gehen wir zu der guten alten Frau. Oh, diese Ladebildschirme, einfach nur herrlich. Aber die Ladezeiten werden wir überleben. So, wo ist die alte Frau? Hier. Alaska. Bomben, sagt ihr? Hm, ja. In meinem Keller habe ich welche. Sie sind schon seit dem Krieg dort. Aber ich bin fast sicher, dass sie noch funktionieren. Ihr bekommt sie aber nur, wenn ihr etwas für mich tut. Wisst ihr, ein Drache greift das Land hier an und hinterlässt nichts als verkohlte Erde. Wir müssen dieser mächtigen Bestie den Garaus machen. Hilfsoffizier Rylan hatte diese Woche Patrouillendienst. Er wird euch mehr sagen können. Ihr findet ihn am Dorfeingang. Boah, dieses Hin- und Hergelatsche. Das machen die doch alles extra. Zum Dorfeingang. Oh, wie einfach wir das hätten haben können. So, er da. Der Drache, tja, einen eigentlichen Drachen hat wohl niemand gesehen. Aber ich sah Spuren im Boden. Große, runde Krater verkohlter Erde. Ich muss den Kleinen sogar ins Dorf zurückschicken. Immer sehe ich ihn bei den Karten spielen. Wirklich, Kinder so einfach in der Nähe eines Drachen zu lassen. Ihr solltet mit seiner Mutter reden. Sie wohnt im Haus neben Sitz? Was soll denn das sein? Wahrscheinlich, ja. Ein kleiner Fehler. Ich glaube, ich weiß aber, wen er meint. Das ist ja schon fast ein Reflexspeichern. Aber was soll's. Ich glaube, sie hier ist es. Oder? Hallo? Ah. Seid ihr nicht alt genug, um zu wissen, dass es keine Drachen gibt? Das vermaledeite Kind muss die Bomben aus dem Keller der alten Dame gestohlen haben. Mir kamen diese Feuerwerkskörper schon etwas groß und schwer vor. Bittet ihn, euch die Bomben zu geben. Hoffen wir, dass sie bei euch sicherer aufgehoben sind. Ja, klasse. Lasst euer Kind ruhig mit Bomben spielen. Jetzt haben wir aber auch so langsam alles durch, ne? Jeden Mal besucht. So. Weiter darüber. Hallo? Ey, was ist mit der Steuerung passiert? Ah, okay. Widerspenstiges Ding. Diese Steuerung, so kleiner. Ich laufe nicht hinter dir her. So. Meine Mutter weiß von den Bomben. Das gibt Ärger.
aber der Spaß war es wahrscheinlich wert. Kann ich wenigstens eine behalten? Nein, du kannst mir die aber geben. Oh, da ist sie wieder, unsere Gefährtin. Zeppi! Ich habe ein paar mächtige Zauber gelernt. Habt ihr die Bomben? Haha, na klar haben wir die Bomben. Guck sie dir an. Wunderschön. Mit Vorsicht zu handhaben, okay. Ausgezeichnet. Dann auf nach Süden, zum Heiligen Hain. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Alles klar, war der Heilige Hain hier oben? Ja, ne? Das zumindest glaube ich. Oder? Ah, nee, das waren die Ruinen. Alles klar, nee. Das waren die Ruinen. Ich glaube, da muss ich nicht hin. Zum Heiligen Hain. Ja, dann. Und die Bomben brauchen wir wahrscheinlich, um Felsblöcke wegzusprengen. Da gab es ja einige, auch am Anfang. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich wieder zurücklatschen muss. Bis da hinten hin, aber... um die letzten Kisten da zu bekommen. Naja, das ging ja schnell. So, da testen wir jetzt gleich mal die Zauber aus, die sie hat. Noch können wir ja... ja, okay, da wird sie jetzt noch keine Gelegenheit haben. Da können wir ja... mal schauen. Oh, hier durch. Was wollte ich jetzt sagen? Irgendwas wollte ich sagen. Verdammt. Jetzt komme ich nicht mehr drauf, wie doof. Naja. Okidoki. Ah, ist es da? Nee. Ah ja, das meine ich doch. Der Heilige Hain. Wie lege ich denn die Bomben? Ah. Bomberman. Ach so. Shit. Wollte ich gar nicht. So. Ich weiß ja nicht. Ah. Bringt das eigentlich was, wenn man die da hinlegt? Ne, die machen nur das kaputt, okay. Oh, wie doof, wieder rausgegangen. Aber wenigstens sind die Sachen weg. Zack. Mach dich vom Acker. Oh, da ist ein Kristall. Und was ist das hier? Zeitreisen. Treff den Kristall, um zwischen Marty damals und heute zu wechseln. Da haben wir dann wieder die ganz alte Grafik. Und heute sieht alles viel schöner aus. Und wir lassen das auch so. Ich will nämlich nicht die Ansicht wechseln. Der Heilige Hain, aber ich finde nicht, dass... kann man das weghacken? Nee. Hä? Ja, schön, dass hier der Heilige Hain ist, aber... Ich muss doch hier jetzt nicht... oder doch? Hier komme ich doch nirgendwo her. Und ich will ja nicht die alte Ansicht haben, das ist ja Blödsinn. Oder verschwindet der Baum dann? Oder kann man den Baum sprengen? Man weiß es nicht. Ah, jetzt kommt man erst da durch. Alles klar. Dann haben die das ja saugut gemacht. Bitte die kleinen Bäume nicht verbrennen. Okay. Dann müssen wir diese Optik benutzen, um da hinzukommen. Und jetzt können wir weitermachen, weil die kleinen Bäume uns sonst hier den Weg versperren. Voll cool. Spielen sie also, was ja schlau ist, spielen sie mit der Optik auch ein bisschen rum. Ups. Ja, der zu langsam reagiert, aber nicht so schlimm. Oh. Was ist denn jetzt los? Nicht unachtsam werden. Einen Moment, wir müssen doch nochmal die Optik wechseln.
Was für ein Unterschied. Das ist ja eine, die pure Zeitreise. Ach, da können wir nicht durch, okay. Dann hat sich das auch erledigt. Aber sehr cool gemacht mit dieser Zeitreise. Ah, komme ich nicht her. Dann müssen wir wohl hier runter. Und sind im nächsten Dungeon. Uah! Boah, wie fies. Hä? Ah. Wir müssen mal wieder wirklich höllisch aufpassen. Ey, gibt's das? Wieso? Ah, gekriegt. Uah! Boah, das ist so eklig. Oh nein! Scheiße. Es ist so knapp. Ganz was Fieses. Hau ab. Ne, hier nicht. Okay. Okay. Oh Mann. Alles klar, hier lang. Es gibt wahrscheinlich nur einen Weg, den man laufen kann. Boah, was geht denn ab hier? Da kann man auch nicht lang. Hey, Mann. Okay, da ist nichts. Wow. Nee, oder? Haha. Ausgrabungen. Ihr habt mit einer Bombe eine riesige Mauer gesprengt, ja? Weil ich es nämlich kann. So. So. Meine Freunde. Haben wir's. Ein Bogen. Öffne das Messer, um Schwert und Bogen zu wechseln. Jawoll. Und unendlich Pfeile. Und jetzt können wir auch Fernkampf machen. Das ist schön. Das freut mich doch sehr. So. Und hier haben wir auch was Nettes. Ein Stern. Okay, war jetzt nicht wichtig, aber immerhin. So, jetzt gibt's hier nichts mehr, oder? Ne, wir sind falsch. Falsch gelaufen. Wir müssen uns hier am Rand entlang, das weiß ich. Wow. Okay. Oh, ne. Da nicht lang. Alles klar. Ja. Okay, egal. Das hat... Uah, lalalala. Da werden wir direkt wieder angegriffen hier. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich habe ja eine Idee, wie es weitergeht. Mit unserem schönen Bogen. Der wirklich schön ist. Durchs Feuer schießen und den Baum verbrennen. Geht gar nicht. Wie blöd. Oder das geht nur in der anderen Optik. Man weiß es nicht. Das müsste dagegen prallen, oder? Nee. Oh. Die Zukunft ändern. Der kleine Baum wächst in der Gegenwart nicht... Wächst in der Gegenwart nicht mehr. Wächst, wächst, wächst. Habe ich wächst gesagt? Ich meine natürlich wächst. So. Dann war das... Au, ich habe ja noch... Mein Bogen. Ich möchte gerne mein Schwert haben. Ich mag mein Schwert sehr. Aber nur, weil es von Final Fantasy ist. So, hier können wir auch erstmal nichts machen. Hm. Hm. Wenn ich das benutze, komme ich hier nicht mehr rein. Wie soll ich denn da reinkommen? Okay. Hier ist ein kleiner Baum. Hier ist nichts. Hier komme ich überhaupt nicht durch. Ach so, ja, in der Perspektive sind ja die kleinen Bäume gar nichts. Korrekt.
Kann man das sprengen jetzt? Jawohl. Kann man. Das wahrscheinlich nicht. So, jetzt wo es klein ist, kommt man aber hier auch nicht. Ach nee, komme ich ja da nicht mehr lang. Okay. Ja, ja. Ah, Moment. Wir können natürlich so das anfackeln, den verbrennen und den verbrennen. Und dann wieder in die richtige. Ja, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. So wird's was. Ah, so. Kann man das auch sprengen? Ich glaube eher nicht. Nee. Diese Steine gehen nicht. Aber eine Truhe. Und hier bekommen wir einen Stern. Ja, toll. Genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Aber wir können ja jetzt auch hier entlang. Die Rätsel sind eigentlich ganz cool. Ist ja nicht so schwer, aber trotzdem gut. Also sie spielen sehr schön mit den ganzen Elementen und Möglichkeiten, die alleine ja auch geboten sind durch den Perspektivwechsel. Ins Wasser fallen können wir nicht. Moment. Das können wir aber sprengen, bringt aber leider nichts. Oder? Stirb! Stirb! Diagonal schießen geht nicht. Und bis dahin komme ich nicht. Hm. Aber hier kommt man lang. El Kaboom. Jetzt auf diese Seite. Ich wette, wir müssen die Perspektive hier wieder ändern. Für irgendwas. Haha. Oh, ein Stern. Stern von Evoland. Ihr habt 10 versteckte Sterne gefunden. Ja. Das finde ich super. Schau mal. Echt jetzt? Oh, Moment. Zack. Zack. Oh. Der ging daneben, oder? Alles klar. Das weiß ich jetzt nicht, wofür das war. Wer ist das? Ihr könnt Folgendes entziffern. Entzündet meine Flamme, um einzutreten. Ja, okay. Das wird dann auch wieder... Ups. Hältst du an? Ja, sag einmal. So. Da müssen wir natürlich wieder irgendwas machen. Zack. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen... Oh. Oh. So. Na. Zack. Weggenatzt, weggenatzt. Das kriegen wir nur mit dem hier weg. Schön, das. Das. Und das. Doof. Da kann ich jetzt nicht durchschießen oder verbrennt das. Nee. Kacke. Egal, wir machen das erstmal anders jetzt. Achso, ich hab den Bogen. Wir machen erstmal alles frei. Wer weiß, wofür es gut ist. So. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das Rätsel zu machen habe, aber das hier wird nicht falsch sein. So, hauen wir da mal einen rüber, da mal einen rüber. So, da ist auch irgendwas passiert. Moment, noch einen rüber. Nee, das hat jetzt nichts gebracht. Aber irgendwas ist auf jeden Fall passiert. Als ich den hochgeschossen habe, war glaube ich nichts, aber hier... Ah, hier ist das erste angegangen. Und jetzt müssen wir mit einem Pfeil durch das brennende Ding schießen. Moment.
Dann müsste das gehen, oder? Aha. Das klingt doch schon mal sehr gut. Leider muss ich das in der Pixeloptik machen. Aber nicht so schlimm. So, jetzt ist der weg. Jetzt müssen wir... die... Hallo? Boah, wie umständlich. Jetzt muss ich erstmal hier wieder durch. So, in hübsch. So, alles wieder hübsch. So schwer war das Rätsel gar nicht, aber... Es hat ein bisschen gedauert. So... Jetzt steht uns das Tor offen in diese Höhle. Und sofort werden wir begrüßt von irgendwelchem Kruppzeug. Hier kann man wieder schieben. Traumhaft. So. Dann mach mal offen. Was auch cool wäre, abspeichern, aber... Wow, nein, nicht schon wieder, ihr Mistviecher. Boah, sind die fies. Hau ab. Ich sterbe. Boah. Boah, wie gemein. Aber wir haben 2 Herzen bekommen, das ist schon mal was wert. Hahaha. Boah. Zack, einer weg. So, boah, das ist jetzt aber nicht mehr normal. Ja, komm erstmal woanders hin. Dahin. Tschüss. Jetzt geht das wieder auf. Traumhaft. Fast gestorben, unglaublich. Erste Amuletthälfte. Ach so, die wir brauchen. Das war's schon. Zumindest sieht das so aus. Riesenaufwand für kurze Zeit. Aber hier haben wir eine Karte oder sowas bestimmt drin, ne? Oder ein Stern. War ja irgendwie klar. Aber egal. Sonst habe ich aber nichts übersehen, oder? Alles cool, alles geschmeidig, ja. Ja, da hätten wir ja... Gut, wir haben jetzt ein bisschen viel eingesteckt, aber... Alles in allem, muss ich sagen, bin ich zufrieden mit unserer kleinen Expedition hier. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Ach du Scheiße, hier kommt man nicht mehr zurück. Was ich auch unbedingt freischalten möchte, wäre, dass man an jedem Ort abspeichern kann. Das fände ich ja Bombe. Oh, Herzen. Sehr wichtig. Oh, wunderbar. So. Gehen wir hier lang. Oh, was hat sie uns zu sagen? Seht euch um. So viele tote Bäume. Das Böse hat sogar schon den heiligen Hain befallen. Wir müssen nach Aogai eilen. Und mit meinem Onkel sprechen. Wir müssen die zweite Hälfte des Amuletts finden, bevor es zu spät ist. Das sehe ich genauso. Jetzt werden noch ein paar, ja, Zufallskämpfe kommen. So, jetzt kann sie ja mal zeigen, ja, was sie drauf hat. Für Zauber. Boah, die ziehen gar nicht mehr so viel ab. Magie. X-Kristall. Auf den dicken hier. Ah, okay. Immerhin. Das zieht wenigstens was ab. Jetzt muss sie aber... Ah, okay. Hat ja gereicht. Ich wollte eigentlich, dass sie heilt. Weil das jetzt doch wichtiger wäre.
Naja, mit einem Schlag weg. Super Sache. Neue Stufe erreicht, damit Verteidigung erhöht und Magie erhöht. Wunderbar. Da sind wir schon im Dorf. Das ging ja fix. Und dann speichern wir hier direkt ab. Die Folge ist nämlich ziemlich lang. Es macht immer noch Riesenspaß. Ich bin wirklich total begeistert von dem Spiel. Es ist super funny. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß, weil das ist echt geil. Und eine richtig schöne Zeitreise. Es wird immer besser. Und so langsam kommt auch eine kleine, wenn auch, nicht ganz so epische Story ins Rollen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Rinja hauen. Bis zum nächsten Sonntag.